This marshmallow and asparagus topping is truly awesome. Mike's Pizza Folge 3, Marshmallows and Asparagus. Also zu Deutsch Marshmallows und Spargel. Spargel hat sich am Monsterstein verabschiedet. Also Leute, das erdet das macht nichts. Das wird eh gleich eine homogene Pampe auf Teig. Schon so lange nichts mehr gegessen, ich bin schon zu schwach, die Packung zu öffnen. Ohne Werkzeug. So. Heiß. Oh. So, da ist der Teig, der gute. Ach, ich brauche ein neues Messer. Das Messer geht ja gar nicht. Katastrophe. Dieses Messer ist eine Katastrophe. Katastrophe. Oh, Ofen wieder vorheizen. Das haben wir jetzt kurz vergessen. Dankeschön. Gucken wir mal, das ist viel besser. So. Sehr gut. Also viel Spargel ist da eigentlich auch gar nicht, oder? Das passt, Fischer. Ja. Nachdem wir nicht beim letzten Mal den Thunfisch hatten und ich nicht so der Fan bin, bin ich heute nicht so der Spargel-Fan. Warum macht mich ein Anschein? Ich hätte mal irgendwas, was mir auch schmeckt. So Salami und Schinken. Spare-Ribs und Chicken Wings. Spare-Ribs und Chicken Wings Pizza. Warum haue ich euch immer erst den Käse drauf und vergesse dann, dass eigentlich noch die Würze drauf kommt? Mir letztes Mal schon passiert. Aber dieses Mal werden wir jetzt den Spargel draufpacken und dann noch ein bisschen Käse und dann den ich sag mal, letzten paar Minuten der Pizza im Ofen, die noch mal kurz rausholen und dann erst die Marshmallows drauf tun, damit sie uns nicht so anbrennen wie in der ersten Folge. Das probieren wir jetzt heute einmal. Und vom letzten Spargel. Genau, ich bereite dann schon mal ein paar Marshmallows vor, aber wie gesagt, die kommen erst später mit in den Ofen. Und wir haben gesagt, wir nehmen halbe Marshmallows, damit das Ganze vielleicht auch viel besser zerläuft und dann nicht einfach so schwarze Blasen bildet, die sich dann, ja, so Luftblasen, die dann leer sind, sondern dass man ein bisschen mehr von den Marshmallows auch hat und vom Geschmack. Ja, können wir vielleicht nochmal. Das mal halt ein Marshmallow halt not. Ne, kleine Handvoll. So, passt das, oder? Ja, das passt. Ich denke schon. Dann geben wir den ganzen trotzdem noch ein bisschen Käse, oder? Mhm. So. Die Marshmallows kommen nachher noch, das zeigen wir euch auch. Aber hier vorerst, ja, mit Asparagus, mit Spargel. Erstmal ab in den Ofen. So, dala. Dann viel Glück. Und hier für euch noch ein kleiner Turtles Fun Fact. Die Verbindung zwischen Daredevil und den Teenage Mutant Ninja Turtles ist besonders auffällig. Matt Murdock rettet einen Blinden vor einem schnellfahrenden Auto und wird an der Seite des Kopfes von einem radioaktiven Kanister getroffen, der ihn zwar blind macht, aber seine anderen Sinne schärft. In der Hintergrundgeschichte der Turtles rollt der gleiche radioaktive Kanister dann in einen Abwasserkanal, zerbricht, taucht die kleinen Schildkröten in grünen Schleim und verwandelt sie in die Turtles, wie wir sie heute kennen und lieben. Natürlich wurde Daredevil niemals explizit in den Turtle-Comics erwähnt, aber der Verweis ist ziemlich eindeutig. So, die ersten 10 Minuten sind vorbei.
Und jetzt fügen wir noch fix die Marshmallows und noch ein bisschen Käse hinzu. Für die restlichen 5 Minuten in etwa, circa. Und schauen wir mal, ob die dann besser werden. Na. Aha. Na, na gut, na. So. Fertig. Würde ich sagen. Gut. Dann kommt es nochmal für ein paar Minuten rein. Kuchen, finde ich. Oh, das stimmt. Die sehen schon sehr viel besser aus als das letzte Mal. Oh, ja. Sieht natürlich nur keiner, wenn ich daneben filme, gell? Da kommt dann alles von der Geisterhand raus. Tadam! Oh, schaut sehr viel besser aus, finde ich. Ja, warte nach! In der Mitte der Magerwanne zu der Pizzateig. Da ist er dann immer so ein kleines bisschen lapprig. So, da. Der lapprige Bär. Oh, hör mal. Marshmallows and Asparagus. Es gibt, glaube ich, ein deutsches Wort für Marshmallows. Doch, Mäusespeck trifft es. Ja, es sind Marshmallows und Spargel. Grüner Spargel. Einigen wir uns einfach auf Marshmallows und Spargel, glaube ich auch, ja. Ja, ich glaube, das deutsche Äquivalent ist Mäusespeck, ja, oder so. Diese Mäuse-Dinger. Habe ich das Ding auf der verkehrt rum? Bin mir nicht sicher. Muss man nicht hinten und vorne. Man weiß es nicht. Gut! Aber die Marshmallows sind diesmal wesentlich besser. Also erst in den letzten paar Minuten rein, maximal die letzten 5, würde ich sogar sagen. Hoppala. Dann sind es richtig gut. Ich habe dann gerade schon gemerkt, wer beim Finger abschlecken. Es ist schon noch einiges süß halt auf mir beim letzten Mal. Das glaube ich, weil der jetzt nicht, der ganze Zucker so ist ja nicht komplett verbrannt. Mhm. Ja. Na dann am guten. Bin ja mal gespannt, ob ich überrascht bin. Ich bin mal gespannt, ob ich neugierig bin, ja. Heiß? Es riecht auch viel süßer, es riecht wie ein Kuchen, ja. Es ist. Einiges süßer. Es riecht sogar ein bisschen wie ein Kakao, finde ich. Weißt du, so ein frischer Kava so. Mhm. 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 Ja, es ist sehr viel süßer. Deswegen sagen, schlimm ist. Also. Noch alles okay. Also auch jetzt würde ich nicht sagen, dass es dass ekelhaft wäre oder so. Also dass man echt sagt, das geht gar nicht.
Mhm. Ach, ich bin dann später erstmal satt. Mhm. Also. Ach, mir wird's zu süß. Mir habe ich ja noch keinen Spargel rausgeschmeckt, glaube ich. Ja, der ist hier bei der letzten Folge, der Thunfisch, versteckt er sich wunderbar. Es ist genießbar, es ist verdammt süß. Ich finde es jetzt nicht eklig, ja. Es ist genießbar. Aber es ist süß. Aber es haut mich jetzt auch nicht um. Also da fand ich das mit der Erdnussbutter in der letzten Folge wesentlich cooler irgendwie. Das hat mir echt taugt sogar. Ich meine, es war Barbecue-Jölle. Das steht aus der Frage, aber es hat mir echt taugt. Ich fand es überraschend gut. Ja, jetzt? Ja. Ne, die ist glaube ich bis jetzt die schlechteste. Ja. Selbst? Ja. Wenn man den, selbst wenn man die Marshmallows das gleich von Anfang an drauf hätten, dass er nicht so süß gewesen wie beim letzten Mal. Der Spargel kommt irgendwie null durch, nämlich dafür ist es so oder so viel zu süß. Ja. Na, erst ist er ganz normal. Käse, Tomaten. Mann, ist die süß. Ja. Wie gesagt, essbar. Aber jetzt nichts. Nichts besonders krasses oder so. Also ich würde ihm auch eher irgendwie so einen guten Vierer geben oder sowas. Mhm, sowas, ja. Essbar, aber nicht umwerfen. Ja, top, ja. Eigentlich gar nicht. Ja. Viel zu süß irgendwann. Fazit, guter Vierer. Boah. Ja, mehr nicht. Vierer. Essbar, aber viel zu süß. Und der Spargel kommt nicht durch.